Nächste ist noch ein bisschen heftiger. America land is being turned into a desert even faster than before. The wasteland has already swallowed up all the towns and along the coast. What are we doing now? Rachel? Did Reunion and Black Hole Army? Clone codes require massive amounts of energy. The creeping desert. I hate to think of it, but there is really only one explanation. Ah man, no, not the Black Obelisk. Dude, super weak. I'm afraid so. Dude, we smashed the Black Obelisk. I watched it happen. Who's to say there's only one? Black Hole is extremely crafty. They may well have another one somewhere. Fine, let's smash that one too. But unless we know where it is... Colin's right. We gotta sit tight until we find that obelisk thingamajig. But Omega Land is enormous, I wouldn't know where to start looking. I'd start in the desert. The obelisk we destroyed was in the middle of Red Rock Desert. You'd never notice the country turning into a wasted if it started out as one. Yeah, I'll get your point. If you want to hide the tree sticker in the forest, right? I'll deploy our intelligence team and have them track the obelisk down. In the meantime, we'll head for the final battlefield and... Commander Rachel, we've got a situation. The enemy is deploying some kind of weapon in the central plains. Roger that. Let's hightail back there and teach Black Hole a lesson. Whoa! Are those missile silos? They're enormous, and there are two of them. I've seen those silos before. Those are Black Hole mega missiles. They're strong enough to wipe out an entire continent. During the last war, we captured the surrounding buildings and cut the power. At least, I think that's the way it happened. The brave little schoolboy remembers his lessons. And since you're such a clever little boy, I'll let you in on a little secret. Unless you capture all the four comm towers on this map, both missiles will fire. Oh, and did I mention that these missiles are... These Black Armageddons, are aimed directly at your homelands? Yes, they will fly off to your countries and redecorate every last city. Talk about an extreme makeover. Candy. We'll stop you in your tracks. It's far too late now. Oh, I see despair in your eyes. How lovely. Where's your esprit the corpse now? And I have another treat for you. Oh clone, are you ready to cross these insects? Bring it on, I'm ready. That's Andy! No, wait, that's a clone, isn't it? Ah, nuts. Gotta be kidding me. Dude, that's Commander Andy from Cosmoland. He's a legend. You have 24 days until the missile fire. Until then, I will keep you in company. So, was machen wir hier? Also, ich brauche eine starke Ground Force in der Orangen Armee und da gibt's nichts Besseres als die beiden hier. Moment, ich glaube, ich drehe die nur mal ein bisschen um. Chess hat einen zweiten Rang bekommen im letzten Mal und da kriegt sie jetzt erstmal Tower und Luck natürlich. Jake. Deine Skills aussehen. Cannon Guard brauchen wir hier definitiv nicht. Aber was brauchen wir hier? Den kann ich ihm schon mal geben. Jupp, das könnte gut hinhauen. Wobei, da haben wir noch was sogar Besseres. Sale Price. Einer der besten Powers, die es hier gibt. Nachdem ja, Sami und Eagle immer noch Rang 0 sind und ich die beiden auch so behalten will, wie sie sind, weil die haben ein bisschen Air Force in ihrer Armee. Oh, hier sieht man sogar mal den Cursor. Das ist der Cursor, den ich normalerweise nicht sehe. Normalerweise, wenn ich das auf meinem DS spiele, sieht man den die ganze Zeit. Aber gut,
Anscheinend sieht man den hier nur, wenn ich auf Special Buildings bin. Naja, gut. Macht ja nichts. Ja, ich muss nur die 4 Comm Towers besetzen und mein Ziel der Mission ist es, erstmal hier unten alles, was südlich von dieser Pipeline ist, auszuschalten. Das ist immer mein allererstes Ziel. Alles südlich der Pipeline muss weg. Definitiv. So, Mission 26, Surrounded. 24 days? This is going to be too tough. Well, we'll have to move efficiently. One mistake and we're done for. Hey, no worries, Chess. We'll definitely beat these guys if we work together and with the other in the team. I'll make sure that it happens. So, das Einzige, was mich hier unten ein bisschen stört, ist dieser Raketenwerfer. Aber da sehe ich momentan erstmal keine Gnade. Wobei... bin mir nicht sicher, ob ich da erstmal Gnade zeigen soll. Auf jeden Fall weiß ich, da oben, die Basis hier muss ich besetzen. Da oben muss ich eine kleine Defense Line aufstellen. Da können die da unten schon nichts mehr angreifen. Du fangst an, hier was zu besetzen. Und ich brauche erstmal 2 Infanterieeinheiten. I bet you have mixed feelings, huh, Eagle? Facing the clone of your biggest rival? No, there is only one man whom I am exact as my rival. Some cheap copy with the same face is nothing but another enemy. So. Hier muss ich erstmal die beiden Flieger da unten in Schach halten. Das Gute ist, ich habe hier oben eine kleine Basis. Ja, mit denen könnte ich eigentlich den Comtower da hinten ziemlich instant einnehmen. So. Mein Problem ist diese Anti-Air-Einheit und diese Flieger. Ich kann mich nämlich mit dem Copter kaum bewegen. Ich muss mich aber erstmal außerhalb der Reichweite von ihren Anti-Air-Einheiten befinden. Wirklich nicht so viel machen. Ich muss die erstmal näher kommen lassen, damit ich hier überhaupt irgendwie was zusammenkriege. Go ahead, panic, run screaming like dogs with your tails on fire. The missiles will fire in 24 days and there's no way you can stop them. I hope to capture all 4 comm towers. Incredible. Soon you will see my beautiful fireworks light up in the sky. You there, clone. I expect victory, not a disappoint. I don't need reminding. That's my only purpose. Okay, es läuft ja super. So. Zuallererst mal ist der da unten weg. Den kann ich hier nicht stehen lassen. Auch wenn mir hier klar ist, dass ich Candy auf einer Stadt angreife.
Besser ist, wenn sie nächste Runde mit 5 HP angreifen kann. Und dann haben wir hier doch noch was Schönes. Das war's dann erstmal hiervon. Ach ja, stimmt. Mit Sammy ist es ja nicht mehr ein sicherer K.O. Alles sicher und vor allem die Basis da hinten darf da auch nicht mehr richtig viel rauskommen. So. Den hier capturen, dann eine mit mich hinstellen. Ausmachen. Gut. Sie haben immer noch 4 Comm Towers. Das darf man nicht vergessen. Dann klappt das da oben gerade ganz gut. Erstmal den Raketenwerfer aus dem Weg räumen. So. Eine große Gefahr ist aus dem Weg geräumt. Können wir dann ja gleich die nächste nehmen. Fast dicht machen. So, da unten ist nichts mehr, was uns Sorgen macht. Das heißt, wir können jetzt nach oben gehen. Da unten sind alle möglichen Gefahren jetzt aus dem Weg geschafft, dadurch, dass ich die Basis jetzt mit einem Raketenwerfer, einem Jagdpanzer und einem Battlecopter besitze.
habe wirklich nichts mehr zu befürchten hier. Ich muss hier nur noch alles einnehmen und das passiert früher oder später sowieso. Also. Oh, ja, stimmt. Zum Glück haben die nicht allzu viel zu reparieren. Das ist der einzige Moment, den ich hasse in diesem Level. Die Attack Power.